Ja, hier bin ich. Wer möchte gerne ein Wunder sehen? Guckt mich an. Wirklich. Ich hatte buchstäblich Hals- und Beinbruch. Buchstäblich. Wir waren zum Dienst unten in Bayern. Ich lebte privat, hatte ich ein Nachtquartier. Nachts muss man manchmal aufstehen, wenn man müssen muss. Und dann bin ich 2 Tage später in Ulm im Krankenhaus aufgewacht. Vor kurzem habe ich den Ort besucht. Ich wollte doch sehen, wo das war. Und dann hat der Gastgeber mir gezeigt, wo man mich gefunden hat in der Nacht. Und auf einmal kam Freude in mein Herz. Und ich dachte, ich habe keine Schraube locker. Warum? Denn in der Uniklinik in Bonn wollte man, in Gießen, wollte man mich operieren. Und dann habe ich gefragt, wie geht das? Und dann haben sie gesagt, ja, da müssen viele Teile eingebaut werden. Ich hatte eine zertrümmerte, die erste Wirbel war zertrümmert, die zweite gebrochen, die dritte angebrochen, die Rippen angebrochen. Und mit vielen Schrauben wird das dann so zusammengesetzt. Und ich hatte mich nicht operieren lassen, habe also keine Schraube und da konnte auch keine locker sein. Versteht ihr? Und hier stehe ich vor euch und lebe. Und die Ärzte haben gesagt, ein Wunder, dass sie das überlebt haben. Und das zweite Wunder ist, dass sie nicht querschnittsgelähmt sind. Das wäre wenigstens noch was übrig bleibt. Aber hier seht ihr mich, preis dem Herrn. Ich kann Kopf bewegen und so weiter. Und ihr lieben jungen Leute, wenn ihr ein Wunder sehen wollt, schaut mich an. Und wenn ihr ein Wunder antasten, berühren wollt, gebe ich euch gerne die Hand und drücke euch. Und. Preist dem Herrn, wir haben einen lebendigen Gott. Und die Fitzer-Familie ist mir ein großer Segen. Der liebe Manfred und die Helga, wo ist die denn? Die Helga, die war immer da. Okay, sei gesegnet. Und dass der Sohn den Vater nicht nur vertritt, sondern vorwärts geht, ist doch Gnade Gottes. Und wir sind unterwegs, stellt euch vor, ich bin jetzt schon inzwischen, wie du rechnest, 39 Jahre. Ich bin eigentlich 35, wirklich, geboren. Und rechnen müsst ihr selber. Und dann kommt ihr auf, okay, aber wir dürfen unterwegs sein. Letzten Sonntag, Samstag, Sonntag, Wochenende, waren wir in Bayern. Und in Bayern haben wir erzählt über euch, und ihr seid ja eigentlich sehr berühmt geworden. Diese Gegend, die vielleicht so im Dornröschenschlaf war, auf einmal kennt euch ganz Deutschland. Und meine Frau, die in Indien Missionarin war, die ist angerufen worden. Und man hat zu ihr gesagt, in Germany, is it really? Deutschland hat Flutkatastrophe. Das kennt man doch nur von Indien und von Pakistan. Und in Deutschland. Und wir haben gesagt, ja, wir kennen das. Und ich erinnere mich an Euskirchen, wo wir Zeltmission hatten, die liebe Familie Flader. Und hier die Bekannten, winkt mal alle, die sich an die gute alte Zeit erinnern. Ja, da gehen ein paar Hände rauf und runter. Also, und wir waren dort in Bayern und haben erzählt über euch.
und die haben spontan eine Liebesgabe zusammengelegt und dass ihr seht, dass AVC nicht nur sammelt für Russland und Afrika und hier und da und dort, sondern wir sammeln auch für Euskirchen. Mein lieber Bruder, ich habe hier etwas zu überreichen für, natürlich nicht für dich und deine Familie nur, wenn ihr euer Haus verloren habt, Gott sei Dank nicht, nein. Aber eine Liebesgabe, die Adresse ist da drin und da ist auch ein Zettel drin. Okay, dass ihr wisst, von wo. Aber Menschen beten für euch und helfen euch. Und so, Heidi war viele Jahre Missionarin von AVC in Indien und wir reisen immer zusammen. Und es hat sich so ergeben, dass Gott ihr ein neues Missionsfeld gegeben hat. Das bin ich. Das Schwierigste, das sie bis jetzt hatte. Und ich habe eine eigene Missionarin. Und ich weiß, wir haben ja als AVC Nehemia hunderte Missionare rausgeschickt. Ich weiß, wie Missionare sein müssen. Komm, Heidi, erzähl mal was. Wollt ihr sie hören und sehen? Halleluja. Komm, Heidi. Ja, guten Morgen. Auch die Missionare dürfen mal ein Wort haben. Und ich sage immer so, ich darf das erste Wort haben. Also er ist wirklich ein Gentleman. Aber im Hintergrund denkt er sich, er hat lieber das letzte Wort. Okay. Er hat schon erzählt, ich war 15 Jahre in Indien, bin auch danach, nachdem ich dann in Rente gegangen bin, auch jedes Jahr noch ein paar Wochen in Indien gewesen, um noch so die Projekte zu sehen. Und eigentlich habe ich eine lange Geschichte. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen, um nicht zu viel Zeit wegzunehmen. Aber ich habe etwas gelernt im Leben und das ist, Gott hat einen Plan für uns. Niemand lebt einfach so dahin und sagt, alles ist Schicksal, wie es kommt, so kommt's. Nein, Gott hat einen Plan. Gott gibt, Gott nimmt und was er nehmen kann, habt ihr gerade hier besonders erlebt. Und dennoch, ich habe gerade unterwegs zu Waldemar gesagt, Waldemar, Gott hat einen Plan und wer Jesus angehört, wer Jesus liebt, wer zu ihm kommt und ihn bittet, er gibt auch zurück und er gibt auf Besseres. Er hat auch in meinem Leben zurückgegeben und ich habe nie Mangel gehabt, auch dann, wenn Mangel war, aber Gott hat wieder zurückerstattet. Ich kam aus der evangelischen Kirche. Ich wollte schon als Kind wirklich fromm sein, wie man früher sagte. Aber ich muss sagen, mir ist das nicht so gelungen. Ich habe mich zwar sehr angestrengt und ich wollte einfach richtig sein vor Gott. Ich liebte Jesus. Ich war in der Sonntagsschule gewesen. Ich war später mit Jugend zusammen. Und trotzdem, mir wurden viele, viele Fragen nicht beantwortet. Und dann bin ich irgendwie leer geblieben. Ich habe dann einen Mann kennengelernt und dachte, den muss ich haben, keinen anderen. Der sah sehr gut aus damals. Wenn man noch jung ist, sieht man ja immer noch gut aus. Und er war sehr schön dunkel und ich liebe einfach dunkle Menschen. Und ich hätte jeden Afrikaner heiraten können, ja, wenn ich ihn geliebt hätte. Und so habe ich einen Araber halt geheiratet. Und bin mit ihm in die Stadt Nineveh gezogen. Da kam er her. Die Stadt heute, sagt man Mosul, man weiß, die ISIS hat da drinnen gewütet, haben keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und ich bin damals mit ihm gegangen. Ich habe dann 20 Jahre dort gelebt. Zwei Söhne sind dort geboren. Und in der ersten Zeit waren wir so beschäftigt, ja, die Kinder kamen, man hat ein Haus und ich habe vieles, vieles irgendwie hinter mir gelassen. Mein Glaube ist immer ein bisschen kleiner geworden. Aber irgendwann war es so, dass ich so eine Leere hatte,
dass ich wieder nach Gott gesucht habe. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte auch die Wahrheit wissen. Man lebte als Christ sozusagen dort. Natürlich wusste ich vieles, aber ich war mitten im tiefen Islam. Und da hat man das Gefühl, ich bin so winzig und so klein. Wie kann ich hier überhaupt ein Christsein ausleben, auch wenn ich es wollte? Jedenfalls ist Gott mir begegnet. Es stimmt, wenn wir Gott suchen, wir werden ihn finden oder er lässt sich finden. Und ich denke eher, dass er Gott mich gefunden hat. Manchmal denke ich so zurück in die Märkte dort, wo so tausend Menschen rumlaufen. Und ich dachte, da hat mich Gott so rausgepickt und hat gesagt, dir will ich gnädig sein, dich liebe ich. Für dich ist Jesus gestorben. Und durch eine Frau bin ich da zum Glauben wieder neu zugekommen, die dann mal wirklich den Finger auf mich gezeigt hat und hat gesagt, du brauchst Jesus. Ich weiß es noch bis heute. Und ich dachte, ich habe Jesus. Ich wusste doch alles. Ich war doch in der Kirche. Ich habe die Geschichten alle gehört. Aber ich merkte, die Frau hatte mehr. Und sie hat gesagt, wenn du schwach bist, du brauchst den Heiligen Geist. Ja, was war das denn? Wir haben zwar auch gesungen in der Gemeinde, in der Kirche vom Heiligen Geist, aber ich konnte laut und gut singen in der Zeit, was ich heute nicht mehr kann, aber ich wusste nicht, was ist der Heilige Geist? Und sie hat mir ein bisschen erklärt, sie hat gesagt, bete drum. Und ich fing wirklich an, dann zu beten. Ich bin erstmal nach Hause über die alten Stadtmauern von Nineveh gegangen. Ich dachte, ich muss ganz schnell nach Hause. Ich fiel auf meine Knie und ich habe gebetet. Und da habe ich das erste Mal wirklich gewusst, dieses Gebet hat Gott erhört. Ich habe meine ganze Schuld bekannt. Und meine größte Schuld war, fand ich dann, dass ich Gott gar nicht so geliebt habe, wie er es würdig wäre, geliebt zu werden. Und das habe ich alles da mit Tränen abgeladen vor Gott. Und ich habe nicht sagen können, oh, jetzt habe ich mich so ganz toll gefühlt. Nein, ich war irgendwie auch ja, enttäuscht über mich selbst. Und da gab es eine Frau, die hatte Jesus. Und ich dachte immer, ich hätte ihn, aber ich hatte ihn doch gar nicht. Und ich habe eben dann weiter gebetet und ich habe gesagt, Herr, ich möchte den Heiligen Geist, was immer es ist. Und Gott hat auch das Gebet erhört. Das hat nur 4 Wochen gedauert. Und ich wurde wirklich mit Gottes Geist so erfüllt. Und ich weiß bis heute, ich bin in meinem Haus rumgelaufen, hin und her, voller Freude, mit Freudentränen. Und ich habe nur immer gesagt, er lebt. Jesus lebt. Ich wusste plötzlich, er ist die Wahrheit. Das war so eine tiefe, tiefe Sicherheit in mir, so eine Offenbarung, wie es die Bibel nennen würde. Und ja, das konnte mir niemand mehr nehmen und das hat mir bis heute niemand nehmen können. Wir müssen Gott so wirklich innen erleben. Und wichtig war für mich, jetzt war Gott für mich so gegenwärtig, er war in mir, Jesus in mir. Ich sage immer gern dazu, die Kraft seiner Herrlichkeit, das ist Dynamit, die Kraft. Da bin ich ein ganz anderer Mensch, da habe ich keine Angst mehr vor irgendwas, da bin ich mutig, das Evangelium zu bekennen, Menschen zu erzählen. Und ich bin begeistert von Gott. Und deswegen möchte ich auch nicht ruhig sein. Ich möchte es überall hinausrufen und möchte es Menschen sagen. Leider ist es ja immer so, dass die Menschen es nicht hören wollen. Dann sind wir ein bisschen enttäuscht und naja, dann manchmal ziehen wir uns zurück in unser Schneckenhaus und denken, es hat ja gar keinen Zweck, mit Menschen zu reden. Sie wollen es nicht hören. Aber trotzdem, für mich ist es so, ich möchte jeden Morgen aufstehen und denken, Herr, ich will meine Augen offen halten. Wen möchtest du heute ansprechen? Wo ist jemand und darf im Geist Gottes leben? Ja, dieses Wissen, Jesus ist in mir. Ich muss nicht mehr, Gott ist irgendwo da oben in weiter Ferne. Und wie erreiche ich ihn da und wie finde ich ihn und so weiter. Gott ist mit mir
ob ich meinen Abwasch mache, ob ich im Flugzeug sitze, ob ich Fahrt hier nach Euskirchen mache. Er ist einfach da. Und das ist so was Gutes, wenn man diese Gewissheit hat. Ja, aus dieser Gewissheit heraus, die Geschichte ist dann die, dass wir dann auch nach Deutschland wieder zurück sind als Familie. Leider hat Gott mir dann auch etwas genommen, was mir eigentlich lieb war, und zwar meinen Mann. Er hat uns einfach gelassen. Er ist zurück in den Irak und schrieb nach 3 Monaten, ihr braucht nicht auf mich warten, ich habe hier geheiratet. So Dinge passieren im Leben, ohne dass man damit rechnet. Ja. Und das war bitter und sehr enttäuschend, aber ich hatte so viel gelernt, Gott macht keine Fehler. Ich möchte nicht fragen und auch überhaupt nie fragen, Gott, warum, warum, warum? Sondern wozu, wozu, wozu? Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Plan? Was hast du jetzt vor? Was willst du mir damit zeigen? Wie willst du mich durch diese Situation durchbringen, stärken, dass ich auch anderen helfen kann? Und ich kann heute allen Frauen oder auch Männer, die werden ja auch oft sitzen gelassen von den Frauen, da ist es auch nicht anders, sagen, Gott hat einen guten Plan. Und Gott kann auch die Tränen verwandeln in Freudentränen, dass es wieder anders wird. Und wir haben es gerade jetzt, habe ich so erleben dürfen, hören von jemandem, der so, so traurig war, dass ihm die Frau gestorben war. Und man hatte das Gefühl, wenn man ihn sah, dieser Mann, der kommt da nicht durch, der überwindet es nicht. Und nach einiger Zeit, jetzt hat er wieder eine Frau kennengelernt und ist glücklich, dass er doch jemanden hat, dem er wieder vertrauen kann und so. Und irgendwann sind die Zeiten durch. Ja, und dann war ich in Deutschland, ich musste meine Kinder durch die Schulen bringen, es war dann auch nicht so ganz einfach, ich musste arbeiten und in der Zeit habe ich ganz viel Nachtdienst im Krankenhaus gemacht oder überhaupt nur Nachtdienst, konnte immer so viel Zeit zusammenpacken und in dieser Zeit bin ich dann mit AVC Einsätze gemacht, Evangelisationen im Ausland. Und das hat mich alles so berührt, zu gehen, das Evangelium zu verkündigen und Menschen eben einfach zu erzählen, dass Gott Veränderung schenken kann. Und das Wichtigste ist immer, zuerst möchte er unser Herz haben und dann verändert er auch die Situation. Ich durfte das erleben in meinem Leben, immer erst das Herz und plötzlich ändern sich Dinge. Ja, und durch diese vielen Einsätze brannte dann mein Herz wirklich für Mission, für Evangelisation und später bin ich dann auch mehr weiter weg, so nach Asien gereist, im Alleingang möchte ich sagen, nicht mehr mit Gruppen, aber ich wollte mich orientieren, wo möchte Gott mich haben? Ich spürte, Gott will mich raussenden und ich war dann auf den Philippinen 2-mal ein paar Wochen, bin nach Nepal, bin nach Indien und in Indien wusste ich einfach, hier will Gott mich haben. Das kann man nicht erklären, das muss man einfach fühlen. Ich kam zurück von Indien, plötzlich lebte ich dort, ich hatte Pläne im Kopf und alles zeigte mir, was könntest du dort tun oder ich versuchte mir das auszumalen. Und dann hatten meine Söhne geheiratet und ich war frei und ich habe gesagt, okay Herr, ich kann jetzt gehen. Ich habe all meine Arbeit gekündigt, ich war 51, war gerade Großmutter geworden, 10 Tage und dann bin ich abgereist und habe dann dort in Indien 15 Jahre gearbeitet. Das wäre jetzt noch eine lange Geschichte. Ich sage nur mal so 2 Dinge. Ich habe im geistlichen Bereich gearbeitet, sehr viel mit Frauen. Ich habe Gebetsgruppen gegründet. Wir haben uns getroffen zum Gebet, damit die Frauen auch motiviert werden, dort selbst etwas zu tun, nicht alles so dem Pastor immer zu überlassen. Ne? Der muss für die Kranken beten oder die Ältesten. Nein, ich habe gesagt, jeder ist gefragt. Gott möchte auch die Frauen haben. Und Gott, der sieht uns ganz anders, als ihr euch selbst seht. Und so habe ich die Frauen motivieren können. Und
ja auch Männer motivieren können in der Gemeinde, die wollten auch immer nicht hinten nachstehen. Und so sind viele Dinge in den Gemeinden entstanden. Und auch jetzt weiß ich, dass die immer noch zusammenkommen und immer noch beten. Ja, und neben dieser Arbeit in den Gemeinden sieht man natürlich viele, viele Nöte. Also habe ich immer die Augen offen gehabt und sage, wo können wir etwas tun? Und dann war das Erste, was wir getan haben, ein Kinderheim aufzubauen. Wir hatten jetzt kein riesig großes, wir hatten 26 Kinder, das war die Höchstzahl. Haben sie in einem Wohnhaus untergebracht, die Kinder lernten Jesus kennen, gingen in Schulen, machten ihre Ausbildung. Mittlerweile sind sie verheiratet, mittlerweile haben sie Berufe und sind alle irgendwo verstreut. Und ab und zu kriege ich noch WhatsApps, ne? Hallo Mami, wie geht's dir? Und ich mache jetzt dies und ich mache jetzt das. Dann gibt es viele alte Menschen, die auf der Straße irgendwo umkommen, arm sind, die rausgeschmissen wurden von ihren Kindern, weil sie vielleicht Christen geworden waren, in eine Gemeinde gingen. Aber die Gemeinden können oft auch nicht, die sind auch arm. Also wir haben einfach ein kleines Altenheim angefangen und haben sie dort reingebracht und haben sie dort versorgt. Das wurde dann später noch, wir haben dann gebaut, wir haben eine richtige große Missionsstation, da kann man sogar, wenn man will, mal Urlaub machen, gibt es eine Wohnung, wo ich dann später drin gewohnt habe. Und dann haben wir eben dort die Menschen untergebracht, weil sie vorher nicht so ganz sicher waren durch Elefanten, die da reingebrochen sind in unseren Compound oder Stürme, die uns dann so das Wellblechdach alles abgedeckt haben. Und da haben die Omas schon manchmal geklagt und haben gesagt, Tante, wir müssen ja nachts einen Schirm aufspannen, wenn wir im Bett liegen, da tropft's und da tropft's. Und jetzt haben sie eben wirklich ein gutes Haus und da leben immer noch Menschen drin. Und auch die alten Menschen, die haben sich zu Jesus bekannt, haben Jesus angenommen, wir haben sie noch im hohen Alter getauft. Und die Letzten, die jetzt noch da sind, ich glaube, es sind nur 8, die werden immer noch weiter betreut. Und dann entstanden noch 2 Schulen, eine so in, beide ganz im Osten, eine in Assam an der Bangladesch-Grenze, ziemlich nahe zu Bangladesch, eine andere Schule, dann oben im hohen Norden an der Burma- oder Myanmar-Grenze. Da haben wir dann Kinder sogar von Myanmar rübergeholt. Das ist ein Kopfjägerstamm dort, richtig raue Typen. Wenn man sie sieht, könnte man Angst bekommen. Aber ich muss sagen, mir haben sie nie was getan. Die waren sehr glücklich, dass sie dort oben eine Schule bekamen. Und so entstanden diese 2 Schulen, die jetzt so 250 bis 270 Kinder haben. Durchbringen. Ja. Und in der ersten Schule war es sehr interessant, als ich kam vor 3 Jahren, oder war schon vor 4, wir hatten neue Lehrer und ich sage, wo kommt ihr her? Ne? Meist kommen sie über die Berge, das ist ja alles sehr bergig, Ausläufer vom Himalaya, die wohnen dann da irgendwie 2 Bergketten weit, sieht man nachts die Lichter leuchten, ja, von da oben, da wohne ich. Ne? Und ich frage, wo kommt ihr her? Und dann lachen sie und dann sagt der eine, du kennst mich gar nicht. Ich sage, woher soll ich dich kennen? Ein erwachsener Mann mittlerweile. Ja, du, ich war der erste Schüler in der ersten Klasse. Und so sind so einige, sind Lehrer geworden. Und dieses Dorf zum Beispiel, die haben mir am Anfang gesagt, wir sind wie der letzte Stück Hundeschwanz, ein Nichts. Und die hatten so Minderwertigkeitskomplexe. Nee, wir sind gar nichts. Keiner konnte lesen und schreiben dort. Jetzt haben sie eine Schule. Das ganze Dorf hat sich verändert. Und dann kam sogar noch die Stadt und hat auch noch Strom da hochgebracht. Funktionierte nicht alles so gut. Also den Kühlschrank, den sie dann gekauft hatten, mir zuliebe, haben extra ein Gästehaus gemacht. Und den konnte man gar nicht anmachen, der tuckerte, der Strom ist so schwach. Aber es passiert was dort und die Leute sind glücklich. Und sie lernen Jesus kennen. Alle Kinder hören das Evangelium.
überall und jetzt bist du dran. Ja, ich höre jetzt einfach auf. Nun bin ich hier. Ja. Ja. Ja, wir sind verheiratet, natürlich. Richtig, mit Standesamt und schon über 2 Jahre mit meiner Missionarin. Und ich bin nicht dunkel. Aber die Geschmäcker verändern sich ja manchmal. Und die Heidi sagt, ich habe dich mehr lieb, als ich wollte. So weißt du, wer ich bin, ja. Ich wollte mal die Kinder fragen, wer von euch geht denn gerne in die Schule? Wirklich? Wirklich? Und wer ist gerne in die Schule gegangen? Wirklich? Und was hattet ihr am liebsten in der Schule? Ich die Pausen. Und die Ferien hat mich auch immer gerne gehabt. Ja, schön, die Royal Ranger, die königlichen Waldläufer hier zu sehen. Und dass ihr wisst, mit Eimer und Schaufel und Besen kann man den Dreck wegwischen. Aber es gibt einen Dreck, der sitzt tiefer. Und da hilft kein Dampfstrahler. Aber ich bin gut bekannt mit der Firma Karcher. Ich durfte den Geschäftsführer von der Firma Karcher zum Herrn führen. Und die haben ja die Werbung, Reinigung ist unsere Sache. Und der Roland Kamm hat sich bekehrt und hat mir erzählt, Reinigung ist unsere Sache. Und da habe ich gesagt, hör mal, dann sind wir Partner. Denn Gemeinde Jesu hat auch was mit Reinigung zu tun. Aber der Dreck sitzt tiefer und da dauert es ein bisschen mehr, um da wirklich zu helfen. Schaff in mir, Gott, ein reines Herz. Denn die, die ein reines Herz haben, werden Gott schauen. Da in Sibirien, in der Zeit, als noch Kommunismus herrschte, wie viele kommen da aus der ehemaligen Sowjetunion? Na, Slava Gospodu, schön, dass ihr da seid. Как дела? Хорошо. Очень хорошо. Aber in der Zeit, als die Kommunisten sagten, Boga нет, Gott gibt's nicht, dann war der Gagarin der Erste, der so einen Hopser ins Weltall gemacht hat. Und in der Klasse hat die Lehrerin gesagt, unser Genosse Gagarin war im Weltall und was der alles gesehen hat, nur eins hat er nicht gesehen. Und die Klasse gab alle die Antwort, Gott hat er nicht gesehen. Nur der Sergei saß dort und den, als wenn es gar nichts anging. Dann hat die Lehrerin immer noch ein paar Mal gefragt, was hat Gagarin nicht gesehen? Gott hat er nicht gesehen. Na, und dann hat sie endlich und schließlich sich an den Serge gewandt und hat gesagt, hast du gehört? Gott hat er nicht gesehen. Und hat der Serge gesagt, dann muss etwas mit seinem Herzen nicht in Ordnung sein. Und das hat die Lehrerin noch mehr auf die Palme gebracht. Und gesagt, was, die Astronauten, das sind Menschen mit den besten Herzen, mit den gesundesten Herzen. Und du sagst, ja, sagt er, Jesus hat gesagt, selig sind, die reines Herzen sind, die werden Gott sehen. Und wenn er Gott nicht gesehen hat, stimmt was mit seinem Herzen nicht. Das ist die Theologie von einem kleinen Russen, der gläubig an Gott ist. Können wir was von lernen? Hallo. Ihr Häuptlinge alle. Amen. Gott zu sehen. Nun, wir leben in einer Zeit und die Botschaft, die ich auf meinem Herzen habe, fällt mir nicht ganz leicht, weil ich weiß, was Not ist. Und wenn ich höre, und wir haben das sehr verfolgt und
jeden Tag die Nachrichten gesehen und dann gehört, Ahrtal, der Fluss mit 70 Zentimeter Tiefe auf einmal 8 Meter und wie die Orte alle heißen, unmöglich, alles verloren. Und wenn die Älteren gesagt haben, das war ja alles wie im Krieg. Nun, ich habe Ahrtal nicht miterlebt, nur aus der guten Zeit, wo jedes Haus ein Gasthaus oder eine Weinstube ist oder ein Weinberg ist. Aber alles verloren, das weiß ich, wie das ist. Als wir nachts Haus und Hof verlassen mussten, nicht weil Flut war, aber doch eine Flut kam, die russische Armee und wir aus unserem Bauernhof, Haus und Hof und Vieh und alles, alles, was wir besaßen, zurücklassen mussten und in die unbekannte Gegend ziehen mussten. Und fragt bitte, ihr Jugendlichen, fragt eure Eltern, Omas und Opas, und was bedauere ich, dass, warum ich nicht die Kamera genommen habe und gesagt habe, Mutti, Papa, erzählt doch mal, was ihr alles erlebt habt. Vergesst das nicht. Und da sind wir losgezogen und wussten nicht, wohin und woher. Und wir hatten alles verloren. Aber meine lieben Freunde, vielleicht sind Sie zum ersten Mal in so einer Versammlung. Meine lieben Freunde, alles haben wir verloren, aber Gott haben wir nicht verloren. In all der Not, und ich könnte darüber Stunden erzählen, in all der Not hat Gott uns versorgt. Ganz unbekannte, wildfremde Leute, Polen, und ihr wisst, wie die Polen auf die Deutschen, nachdem sie wirklich Sturm erlebt haben durch die Nazis in Polen. Polen haben uns aufgenommen und eine Frau, die uns in ihr Haus aufgenommen hat, die fiel ihrem Sohn, den man betrunken gemacht hat, ein Gewehr in die Hand gegeben hat und gesagt, deine Mutter hat diese Nazis in ihre Wohnung aufgenommen. Und er kam da in den Raum rein, wo wir waren und wollte uns alle erschießen. Und diese Polin, die uns nicht kannte, die ist ihrem Sohn in die Arme gefallen, hat ihm das Gewehr mitgenommen und gesagt, nein, die sind in meinem Haus, die sind unter meinem Schutz. Wir waren wildfremde Leute. Aber beten konnte mein Vater und meine Mutter. Und meine lieben Freunde, das ist so wichtig. Bei all der Not, alles verloren. Ich weiß, wie das ist. Und ich kann das ein bisschen nachfühlen. Und darum, Gott sei Dank, auch wenn die Gemeinden vom BFP diese großen Sammlungen durchgeführt haben, wie gesagt, letzten Sonntag vor 2 Wochen waren wir in einer anderen Gemeinde. Und wenn dann Leute Opfer zusammenlegen und sagen, ja, wir wollen teilhaben, das ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Nehmen wir es nicht selbstverständlich. Und wenn wir in den Nachrichten hören, sinnflutartiger Regen, warum, fragt niemand, was war das eigentlich mit der Sinnflut? Oder warum kam die Sintflut? Was war da passiert, dass dieser sintflutartige Regen gekommen ist, der natürlich weit schlimmer war, weltweit war? Und wenn jetzt gerade am Freitag, wo ich zuletzt die Nachrichten gehört habe, und da wurde gesagt, ja, das sind ja, wie heißt das noch, apokalyptische. Was ist das eigentlich? Apokalyptische. Wissen Sie das? Ja? Apokalyptische Zustände. Und dann wachte ich auf und nahm meine Bibel und fing an zu lesen. Offenbarung Kapitel 19. Apokalyptische Zustände. Dann war das alles, was jetzt passiert ist, ganz wenig. Apokalyptische Zustände bedeutet Sturm, Flut,
Überschwemmung, Feuer. Und es brennt, die Leute, auch die Deutschen, fahren in die Türkei, fahren nach Griechenland, um endlich alles zu vergessen und müssen fliehen vor dem Feuer. Apokalyptische Zustände. Aber das Allerschlimmste bei den apokalyptischen Zuständen, meine lieben Freunde, darüber möchte ich etwas sagen. Nämlich da heißt es, sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen, aber spotteten über Gott und lästerten Gott und taten nicht Buße. Lass mich einen Text lesen, hier aus Lukas Kapitel 13. Ein Text, der manchmal gelesen wird, nämlich, da heißt es, es kamen aber zu derselben Zeit etliche herbei, die ihn von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er, Jesus, antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle anderen Galiläer Sünder gewesen seien, weil sie solches erlitten? Und ich kann mir denken, dass alle genickt haben und gesagt haben, wenn sowas Schlimmes passiert hat, das müssen aber schlimme Leute gewesen sein. Nämlich, was war passiert? Da waren Leute, die sind zum Gottesdienst gegangen, die sind in ihren Tempel zu ihrer Religionsstätte gegangen und die kamen nicht mit leeren Taschen und hatten nur Bibel und Gesangbuch dabei, sondern die hatten auch noch das Scheckbuch dabei oder die Barspende. In dem Fall war es so, dass man Opfer brachte und je nachdem, wie reich man war, brachte man ein paar Tauben. Und wenn man ein bisschen reicher war, brachte man ein Lämmchen. Und wenn man noch reicher war, ein Schaf. Und wenn man noch reicher war, ein Rind oder ein Ochse oder was weiß ich. Und da kann man sich vorstellen, wenn die Nachbarn am Fenster standen und haben beobachtet, wie einer zum Gottesdienst ging und er ging zum Gottesdienst und hat eine Kuh mitgebracht, dann wusste man, was der auf dem Kerbholz hatte. Nicht, wenn der sein Täubchen da unterm Arm versteckte, dass die Leute nicht sehen, was man auf dem Kerbholz hatte, sondern wenn jemand einen Ochsen oder ein Rind mitnahm zum Gottesdienst als Opfer, dann war er ein ganz schlimmer. Und da waren Leute, die haben das getan. Die haben zum Gottesdienst ein Opfer mitgebracht. Sie wussten, wir sind schuldig. Sie wussten, wir müssen ein Opfer bringen, wenn wir zu Gott kommen. Und während sie das Opfer brachten und das Opfer dargebracht wurde, die wurden geschlachtet. Das bin ich froh, dass ich nicht in den jüdischen Tempel muss. Du, da ist Blut geflossen. Das waren keine aztekische oder wunderschöne Gottesdienste, sondern da ging es also wirklich mit Gebrüll und mit Blut und mit Gestank zu. Also da war Gottesdienst nicht so auf dem Stuhl sitzen wie ihr hier gemütlich und denkt schon an zu Hause. Nein, da war was los. Und während sie ihre Opfer bringen und das Blut der Tiere fließt, kommen auf einmal die römischen Soldaten in den Tempel hinein, in den Gottesdienst, als wenn jetzt eine Horde Polizei hier reinspringen würde, was unsere Brüder und Schwestern in China, in Russland und in den muslimischen Ländern erlebt, wo während des Gottesdienstes wirklich, wir haben das in Tansania erlebt, wo wirklich die Moslems rein sind und dem Pastor den Kopf abgeschlagen haben, während des Gottesdienstes, stell dir vor, das gibt's heute immer noch. Aber dort in diesem Fall vermischte sich das Blut
derer, die die Opfer gebracht haben, mit dem Blut der Opfertiere. Und jetzt kommen diese Leute zu Jesus gelaufen und sagen, stell dir vor, Katastrophe, Skandal, kannst du dir vorstellen, was da passiert ist? Und Jesus fragt sie, meint ihr, dass diese Leute, denen das passiert ist, schlimmere, größere Sünder waren? Und die haben genickt. Wer so das Gericht Gottes erlebt, wie im Ahrtal, das müssen ganz schlimme, böse Menschen sein. Stimmt's? Warum? Wir sitzen im Trocknen. Unser Keller ist nicht nass. Und unser Dach fanden sie nicht weg. Also sind wir Gesegnete. Jesus fragt uns. Er fragt nach unser, fragt diese Leute, meint ihr, könnt ihr euch vorstellen, sowas, wenn sowas passiert, muss ein ganz schlimmer Mensch sein? Meint ihr? Und Jesus sagt, nein. Und hier stoppen viele Leute und zitieren Jesus nicht weiter. Die, denen das passiert ist, waren nicht schlechter. Und die, die gekommen sind und diese Geschichte erzählt haben, war nicht besser. Sondern Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr, wie bitte? Werdet ihr genauso umkommen. Es ist nicht die Schlechtigkeit derer, die gestraft sind. Es ist nicht die Güte und das Bessersein, wenn man noch lebt. Wenn wir hier noch sitzen, wenn ihr noch eure Kleider habt, wenn ihr noch eure Fotos habt, wenn ihr eure Papiere noch habt, sind wir besser als die, die alles verloren haben? Jesus sagt nein. Aber er sagt nicht nur nein, um zu streicheln und zu sagen, ei, ei, du bist mir aber lieb und wert, sondern er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, denn das heißt Buße, umzukehren, wenn ihr euch nicht verändert, wenn ihr nicht zurückkommt. Stellt euch vor, liebe Brüder und Schwestern, stellt euch vor, Gott hat in seiner Gnade den Regenbogen in den Himmel gesetzt, dass jeder von uns das Zeichen Gottes sehen kann. Gott ist ein heiliger, ein gerechter Gott. Und er hat diese Sintflut geschickt, weil die Menschen sich von Gottes Geist nicht mehr strafen lassen. Lest in Mose die ersten Blätter, warum es die Sintflut gab, warum die Arche die einzige Rettung war. Und warum auch heute in unseren Tagen wir die Arche suchen müssen und nicht nur an die Arche glauben, sondern die hineingingen in die Arche. Ich komme gleich noch zurück zu diesem. Und während sie das erzählen und Jesus sie in die Realität nimmt und er sagt, es ist schlimm, was die erlebt haben. Es ist schlimm, nein, gut für euch, dass ihr noch lebt. Aber ihr müsst etwas tun, um dem Schicksal zu entrinnen. Schicksal. Ja, was ist Schicksal? Zufall, Pech gehabt. Schade, dass die zu nahe da an der Ahr gelebt haben oder an dieser oder jener Stelle. Nein, nicht Schicksal. Heidi hat sehr deutlich gesagt, nicht Schicksal, sondern Gott hat einen Weg und einen Plan für uns. Gott hat Vorstellungen mit unserem Leben. Gott hat Erwartungen an uns. Ich komme gleich noch dazu. Und während sie das erzählen, kommt eine andere Truppe mit einer anderen Katastrophe, mit einer anderen Nachricht. Und zwar, da waren Leute, ein Hilfstrupp, die helfen wollten, diesen morschen Turm in Siloa aufzubauen, die ihre Zeit und ihre Kraft und ihre Werkzeuge und ihre Instrumente mitgebracht haben und wollten dort einen maroden Bau aufrichten. Brach zusammen und all die Helfer, die gekommen sind, was weiß ich, von wo ihr seid und von wo die Helfer kamen, die sind dorthin gefahren, wollten dort helfen und haben selber jetzt noch Pech gehabt, einen Unfall gehabt und was. Und erzählen das. Und Jesus sagt, und? Und?
Meint ihr, dass die Galiläer, die da zum Unglück von diesem zusammenfallenden Turm, dass die zu Tode gekommen sind, waren die schlechter als die Leute in Galiläa? Und Jesus sagt, nein. Und ihr, die ihr überlebt habt, seid ihr besser? Nein. Naja, was denn? Wenn die nicht Schlechteren bestraft wurden, wenn die nicht Besseren noch leben, alles Schicksal. Den einen erwischt, den anderen nicht. Der eine hat Pech, der andere hat Glück. Ganz einfach, oder? Ich weiß, ich war ganz jung. Ich war auch mal wirklich ganz jung. Und war sogar auf der Bibelschule nach meiner Zeit als Seemann. Ich bin ja zu See gefahren auf große Reise. Und dann über Ausbildung noch und so weiter war ich auf der Bibelschule. Und da kam ein ganz kluger Theologiestudent, der irgendwann mal gläubig war und dann seinen Glauben verloren hat und hat gesagt, es ist alles Schicksal. Waldemar, es ist alles Schicksal. Der eine hat Pech, der eine hat Glück, der eine hat Glück, der andere hat Pech. So ist das Leben einfach. Da ist kein Gott. Da kümmert sich kein Gott um uns. Und natürlich habe ich ihm geantwortet, was man antwortet. Aber er kam dann mit einer Bibelstelle. Und wenn jemand mit Bibelstellen kommt, da muss man sich kratzen. Und ich hatte da noch was, wo man kratzen konnte. Markus, nicht? Und da kam er mit dieser Bibelstelle. Diese Bibelstelle, die jetzt aktuell ist, wurde mir damals als Stolperstein für meinen Glauben gegeben. Und, sagt er, was sagst du dazu? Die einen sind nicht schlechter, die anderen sind nicht besser, die einen sterben, die anderen leben. Und Schicksal. Schicksal. Und lange Zeit, ich bekenne euch das, lange Zeit hatte ich mit diesem Text Mühe. Und lange Zeit und bis heute hatte ich eigentlich nie eine Predigt über diesen Text gehört. Manchmal hat man das zwar erwähnt, ist aber nicht wirklich auf den Text eingegangen. Ich lese noch einmal. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Alle, die das erzählt haben, waren gut genug, wozu? Zum Umkommen. Alle schlecht genug, verloren zu gehen. Der Weg der Rettung ist, was? Buße tun. Ist umkehren. Werdet ihr auch, und diesen Text habe ich in mancher Übersetzung gerade heute Morgen noch einmal gelesen, und das war so eine ganz neue Übersetzung. Da heißt es, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr euch nicht ändert, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf welche der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass sie unschuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die zu Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. So, Schicksal. Nein. Viele lesen den Text nicht im Zusammenhang und weiter. Übrigens, immer, meine lieben Freunde, bitte lest nicht nur die schönen Verse aus der Bibel. Bitte glaubt nicht nur an die Verheißungen Gottes, sondern auch an die Bedingungen Gottes, an die Voraussetzungen Gottes. Zum Leben und zum Überleben gibt es eine Voraussetzung, und die erzählt uns hier Jesus. Und er sagte ihnen dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt
Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu den Weingärtnern: Siehe, ich komme nun schon 3 Jahre und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Hau ihn ab. Was hindert er das Land? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr, bis ich an ihn gegraben und Dünger gelegt habe. Vielleicht bringt er noch Frucht. Wenn nicht, so hau ihn ab. Hier ist die Antwort. Meine lieben Freunde, Gott hat Erwartung an uns. Gott hat uns nicht nur gepflanzt in einen wunderbaren Garten. Ja, das ist die Geschichte der Menschheit. Gott hat uns paradiesische Zustände geschaffen. Gott hat uns im Paradies werden und wachsen lassen. Gott hat uns paradiesische Verheißungen gegeben. Aber seine Erwartung an uns ist, dass wir ihn als Gott anerkennen. Gestern wurde ich gefragt hier bei dieser lieben Familie: Dr. Donatus, schön, dass ihr da seid mit eurem Team hier. Gestern wurde man gefragt: Wie bist du zum Glauben gekommen? Und ich habe geantwortet, was die Wahrheit ist: durch Denken, nicht durch Glauben. Sondern im Römer heißt es, durch Nachdenken weiß man was? Dass es einen Gott gibt. Durch Nachdenken. Gott hat uns geschaffen, in solch ein Verhältnis hinein hat er uns gestellt, dass wir nachdenken. Schau den Regenbogen an. Gott in seiner Liebe begegnet uns, will uns zeigen, dass er uns lieb hat. Aber wir missachten das. Dieser Baum wurde in einen Garten gesetzt. Er wurde gepflegt, er wurde gedüngt, er wurde begossen, er wurde begraben, gelockert. Und der Besitzer erwartete Frucht. Frucht erwartete. Und als Johannes der Täufer, als Jesus selber den Dienst begann und als er anfing zu predigen, als er anfing durch das Land zu gehen und zu rufen, hat er gesagt: Tut Buße, Volk Gottes, Deutschland, erwache. Ich erinnere mich, als wir als junge Leute und vielleicht die Jüngeren wissen noch, wie wir auf den Straßen gesungen haben, gerufen haben und gepredigt haben: Deutschland, wach auf, tu Buße, geh auf deine Knie, rufe Gott. Und all die Katastrophen nach dem Krieg, ich habe das erlebt, die Kirchen waren voll. Die Menschen gingen in Kirche und Kapelle und haben gebetet und Buße getan und Gott und gesagt: Gott, vergib uns unsere Gottlosigkeit, dass wir Heil Hitler gerufen haben, anstatt Heil Jesus. Und wir haben die Ruinen gesehen, wir haben das Kaputte gesehen und Menschen bekehrten sich und viele Gemeinden sind entstanden in der Zeit, weil Menschen sich um Gott kümmerten. Aber heute: Endlich Freiheit, um in die Disco, endlich Freiheit, um sich und dies und jenes. Jesus erzählt das Gleichnis. Der Gärtner kommt und sucht Frucht. Ich kann mir vorstellen, und lass mich das Bild gebrauchen, vielleicht ist er mit dem Handwagen gekommen und hat gesagt: Jetzt so viele Jahre, mein Baum ist gewachsen, guck mal, wie groß der schon steht und was schöne Blätter, aber ich bin nicht hier, um Blätter zu sammeln, ich möchte Frucht. Und was erwartet man von einem Feigenbaum? Feiglinge, oder? Stimmt's? Feiglinge.
Ja, von einem Feigenbaum erwartet man Feiglinge. Und die hat der liebe Gott reichlich. Wo sind die Christen? Und auch danke, dass ihr da seid. Aber seid nicht feige, euch zu Jesus zu bekennen. Nicht nur das Eimerchen und Schaufelchen. Wunderbar, danke schön. Danke für die Spenden, danke für die Gelder. Aber noch mehr, er erwartet Frucht von uns. Und ein Feige ist etwas, was einen neuen Feigenbaum bringt. Amen. Aber einige mögen keine Feigen. Ja, die Kerne, die gehen so zwischen die Zähne. Das liegt aber nicht an den Feigen. Du solltest zum Zahnarzt gehen und dir vielleicht eine neue Prothese holen. Hör zu, stimmt's? Nein, er kam Jahr für Jahr. Er kam Jahr für Jahr. Und er sagte, wo ist meine Frucht? Und welche Frucht erwartet er? Welche Frucht erwartet er? Tut rechtschaffene Frucht der Buße. Und Buße ist Umkehr, sich umzudrehen, zu sagen, Gott, vergib uns, wir haben dich vergessen, wir haben dich verlassen, wir sind nicht mal mutig genug, in die Gemeinde zu gehen und auch in die Freikirche hinein. Wie viele Gläubige haben Angst, in die Versammlung zu gehen vor dieser verfluchten Corona. Die trennt uns. Die raubt uns, die beraubt uns. Und einige sagen, du, das ist eigentlich ganz gemütlich, so der Gottesdienst, so bei Kaffee und Tee, Sonntagmorgen nicht, und da kannst du noch die Zehennägel polieren dabei. Uns kommt vor allen Dingen niemand mit dem Kollektenteller vorbei, nicht? Hallo, ich kenne uns Pappenheimer und ich weiß, wir sind jede Woche irgendwo unterwegs, kreuz und quer durch Deutschland. Und ich weiß, wie manch ein Pastor klagt und er sagt, wir haben. Und die Prophezeiungen, und ich sage das sehr offen, auch in unseren Gemeindebewegungen, da ging es nur noch groß und Hunderte und Tausende. Und die jungen Leute wollen wir haben. Und heute freuen sich, wenn noch 30 und 40 Leute in die Versammlung kommen. Aus Angst. Nein, wo sind wir? Wir sind nicht berufen, Feiglinge zu sein. Und wir müssen nicht Angst haben, dass wir in manchem Bund nicht angenehm sind, sondern wir haben die Aufforderung, Jesu zu nachzukommen. Tut Buße und bekehret euch. Der Noah hat 120 Jahre gepredigt, 120 Jahre gepredigt. Die Flut kommt, die Flut kommt, die Flut kommt. Und wie viele Propheten, wie viele Wissenschaftler, Naturwissenschaftler sagen, wenn wir so weitermachen mit dem Klima, wenn wir so weitermachen mit der Natur, wenn wir alles verbetonieren, wenn wir alles begradigen, dann kommen die Katastrophen. Wer ist bereit, Buße zu tun? Wer ist bereit, umzudenken und sich umsiedeln zu lassen? Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr. Ja, die Braven bleiben gesegnet. Die Braven, die werden es immer schön haben und kommen dann schließlich noch in den Himmel. Nein, ihr werdet genauso umkommen. Meine lieben Freunde, diese Botschaft liegt mir auf dem Herzen. Und die möchte ich weiter sagen. Umkehr zu Gott, Ruf zu Gott, auf die Knie zu gehen, zu sagen, Gott, vergib mir, deine Güte war gut, deine Gnade war gut, du hast uns gesegnet, wir haben Schulen, wir haben Straßen, wir haben Autobahnen, wir haben Krankenhäuser, wir haben Lehrer, wir haben Professoren, Doktoren. Gott, wie gut bist du zu uns. Wenn die Heidi ständig noch Anrufe bekommt von ihren Kindern, aber überhaupt von Indien. Kannst du dir vorstellen, ich schaue euch alle bewusst an, dann sagen die Leute in Indien, lieber an Corona sterben als verhungern. Als verhungern. Verhungern. Gut, du bist nicht gerade so stark gebaut, aber verhungert siehst du nicht aus. Und keiner von uns ist auf der Magerlinie, oder? Wir haben zu essen und zu trinken. Zur gleichen Zeit sind Menschen
die verhungern, weil sie Tagelöhner sind und nicht Brot kaufen können. Wie gut ist Gott zu uns? Aber wer ruft von uns nach Gott? Wer hat Mut, sich zu bekennen? Und die jungen Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Habt Mut in der Klasse. Habt Mut vor euren Schülern, Mitschülern. Habt Mut, ihr Kollegen, zu euren Arbeitern. Wir sollten mal wieder beten. Wir sollten mal wieder auf die Knie gehen. Wir sollten mal wieder dieses Buch aufmachen, die Bibel, und lesen. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Nein, und bitte verliert euch nicht nur im Aufbau. Verliert euch nicht nur, ach, was muss ich und wo kriege ich wieder meine Waschmaschine und dies und jenes her. Ich weiß, wie das geht. Aber hört zu, Gott hat Erwartungen an uns. Der heilige, ewige Gott, der uns geschaffen hat, der erwartet von uns, dass wir zurückkommen zu ihm. Denn Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Vielleicht gebrauche ich euch jetzt hier in Euskirchen oder was weiß ich, aber vielleicht will er euch in Indien, vielleicht will er euch irgendwo in einem Land, wo Armut ist. Ich weiß, wir waren unterwegs in Nicaragua. Ein junger Mann mit uns war da, er war vom Beruf Bäcker, der Gerhard Mantai. Und als wir mit der Reise fertig waren, hat er gesagt, Waldemar, ich werde hier wieder herkommen nach Nicaragua und ich werde für die Kinder Brötchen backen. Denn er hat die Kinder gesehen, die ohne Frühstück zur Schule gehen, die ohne Essen das Haus verlassen müssen. Er sagt, ich werde hierher gehen und ich werde Brötchen für die backen. Und er ist hingegangen. Es hat ein bisschen gedauert. Er ist hingegangen. Ich fragte Gerhard, wann gehst du? Ach, sagt er, so alleine dorthin gehen, ich kann die Sprache nicht. Und niemand will mit mir gehen und ich habe mich selber bemüht, ihm eine Frau zu besorgen, aber wenn ich könnte, hätte ich ihn genommen. Er war wirklich ein toller Kerl. Bitte nicht die falsche Richtung denken. Aber auf jeden Fall, eines Tages sagt er, weißt du, jetzt habe ich lang genug gewartet. Wenn keine Frau mit mir geht, gehe ich alleine. Das ist konsequent. Dann gehe ich alleine, auch ohne Frau. Dann ging er auf die Sprachschule nach Guatemala, war dort ein paar Tage und da kam seine Lehrerin. Seine Lehrerin kam zu ihm und hat gesagt, du wirst mein Mann. Und da hat er gesagt, nee, sagt er, ich bin hierher gekommen, um Missionar in Nicaragua zu sein. Ich bleib nicht in Guatemala. Niemand von den Lateinamerikanern will nach Nicaragua. Ja, sagt sie, ich gehe mit dir. Und da hat er gesagt, weißt du, dann werde ich erst mal fasten und beten, bis Gott mir zeigt. Ich sage, Gerhard, ehrlich, beten kann man ja lange, aber wie lange fastest du denn? Das kann man ja nicht so. Ja, sagt er, du, ich habe schon nächsten Tag Ja gesagt. Und er hat die geheiratet. Und was für eine Gnade Gottes. 24-jähriges Mädchen. Schon Witwe mit 3 Kindern. Ihr Mann hatte sich buchstäblich zu Tode gesoffen. Und jetzt war sie alleine. Aber durch die Not, durch den Verlust hat sie sich bekehrt. Ist ein Gotteskind geworden. Ging in die Versammlung. Und Gott hat ihr versprochen, ein Mann von ganz weit weg, den du nicht kennst, wird kommen. Und das wird dein Mann werden. Und sagt sie, jedes Mal, wenn fremde Studenten kamen, haben wir geguckt. Ist er wohl dabei? Und dann war der Gerhard dort. Und sie war Lehrerin, er war Bäcker. Und jetzt haben wir neben verschiedenen Gemeinden dort 2 Schulen mit über 1000 Schülern und Studenten. Das ist der Plan Gottes. Das ist die Erwartung Gottes an unser Leben. Er erwartet von uns Frucht. Und wenn wir Frucht bringen, wird Frucht daraus entstehen. Mein Ruf heute,
mein Gefühl mit euch. Und ich freue mich, dass hier in Euskirchen so viele Leute da sind. Preis dem Herrn für den Segen Gottes. Und was für eine Gnade, der hat uns Missionare von Kirgistan und von Kurdistan und von was weiß ich wo überall. Slava Gospodu, хорошо, dass ihr gekommen seid. Um in Euskirchen, Gemeinde Jesu. Das ist ein fruchtbarer Boden hier. Hallo, ihr Feigenbäume. Gott hat euch hierher gepflanzt. Ja, Gott hat uns hierher gepflanzt, dass wir Frucht bringen. Aber bitte, tut mir leid, dass ich damit schließen muss. Gib ihm noch ein Jahr, gib ihm noch eine Möglichkeit, gib ihm noch eine Chance. Wenn nicht, dann hau ihn ab. Werdet ihr genauso umkommen. Nicht Geld rettet uns. Nicht gute Worte retten uns. Nicht gute Menschen retten uns. Sondern die Rettung besteht alleine im Herrn. Rufen wir den Namen des Herrn. Beugen wir uns vor ihm. Sagen, Gott, ich komme auf meine Knie. Bitte vergib mir. Vergib mir. Ich bin nicht besser wie die anderen. Herr, vergib mir. Ich bin nicht schlechter wie die anderen. Nein, ich bin gut genug, verloren zu gehen. Aber du willst mich retten. Schließen wir unsere Augen. Bitte versäum nicht, an dich selber zu denken. Hast du gedacht, ich bin schlechter als andere? Nein. Hast du gedacht, ich bin besser als andere? Zweimal, dreimal, nein. Warum lebe ich noch? Warum habe ich noch nicht alles verloren? Warum? Gott sendet Jesus. Und er sagt, Vater, die Gottlosigkeit ist so groß, die schreit bis zum Himmel. Keiner sieht den Regenbogen als ein Zeichen der Gnade, sondern als ein Zeichen zur Freiheit für Sünde und für Unmoral und für Schlechtigkeit. Vater, gib ihm doch noch eine Chance. Gib ihm doch noch Gelegenheit, dass sie umkehren, dass sie Buße tun. Wartet noch einen Augenblick mit Musik, einen kleinen Augenblick. Bitte, ich möchte heute einen Punkt setzen. Ich möchte dich heute rufen. Wenn Jesus der Mund der Wahrheit, wenn Jesus der Sohn der Gerechtigkeit, wenn Jesus der voller Liebe und Gnade uns umbetet. Er ist beim Vater und er bittet für uns. Und jeder, der hier ist, ist dieser Begnadigte, dass Gott noch einmal dir diese Gnade gibt, diese Botschaft, diese Versammlung zu erleben, die Kinder singen zu hören. Hör zu, Gott möchte, dass du Ja zu ihm sagst. Und darum möchte ich bitten, wenn du fühlst, ich bin heute gerufen, ich will mein Leben verändern, ich will mich umdrehen, ich will mit und für Gott leben. Ganz still, steh auf von deinem Platz und bleib einen Augenblick stehen. Ich möchte mit dir beten, im Namen Jesu. Sagst, ich muss mich ändern, ich will mich ändern. Ich habe verstanden, dass ich noch lebe, ist Gnade Gottes. Ich will mich ändern. Hab Mut, steh auf und sag, Herr, hier bin ich. Ich will das tun. Markus, kommst du bitte. Ich möchte erst, dass euer Pastor für euch betet.
Danke, Vater, für dein Rufen, dass du zur Kindschaft rufst. Danke, dass du persönlich rufst, auch heute Morgen. Danke, dass du zur Buße, zur Umkehr rufst und Orientierung gibst. Wenn du aufgestanden bist, weil du sagst, das war das Reden zu mir, das betrifft mich, Gott hat mich gerufen, ich möchte Ja zu ihm sagen, dann möchte ich dir ein Gebet anbieten, dich an der Hand nehmen, vielleicht wie dieser Tauchlehrer, und dich einladen, diese Hand festzunehmen und mir ein Gebet nachzusprechen. Gott sieht dein Herz und die Worte, die ich vorformuliere, können dir helfen, das auszudrücken, was vielleicht auch an Gefühlen jetzt in deinem Herzen ist. Ich werde Satz für Satz dieses Gebet sprechen und möchte dich einladen, es mitzusprechen. Gott, ich habe gehört, dass du mich gerufen hast. Sprich es einfach nach. Gott, ich habe gehört, dass du mich gerufen hast. Gott, ich möchte umkehren zu dir. Gott, ich möchte umkehren zu dir. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Bitte reinige du mich. Bitte du mich. Ich möchte rein sein, damit ich dich sehen kann. Weil ich dich sehen kann. Ich brauche Vergebung von dir, Jesus. Ich brauche Vergebung von dir, Jesus. Und ich möchte neu leben mit dir, Jesus. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Und ich möchte jetzt mit dir leben. Amen. Jesus, ich möchte jeden Einzelnen segnen, besonders die jungen Leute. Herr, und ich bete, dass sie nicht Feiglinge, sondern Mutige sind, die dir nachfolgen und sich zu dir bekennen, und nicht nur eine schöne Uniform tragen, sondern von innen, wie wir es gehört haben, von Herzen verwandelt, verändert sind. Sichtbare Zeugen deiner Gnade, die Frucht bringen für die Ewigkeit. Die Frucht der Lippen bringen und dich bekennen und deinen Namen nennen. Herr, segne jeden Mitarbeiter. Herr, segne jeden Helfer, jeden Geber. Herr, und alle, die durch große Trübsal gehen, die große Verluste geben und erlebt haben. Herr, du kannst erstatten und du hast versprochen, dass du erstatten wirst, wenn wir dich fürchten und deinen Namen nennen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Kommt, lasst uns alle aufstehen von unseren Plätzen, unsere Hände zu Gott emporheben und alle denen, die es gut ging und die alles behalten haben, kommt, lasst uns wie mit einer Stimme alle zusammen jetzt frei herausbeten auf Deutschland, auf Russisch oder in welche Sprache immer oder in neuen Sprachen. Kommt, lasst uns Gott danken. Vater im Himmel, unser Vater, der du bist im Himmel, wir danken dir für deinen heiligen Namen. Wir danken dir für Bewahrung. Wir danken dir für Rettung. Wir danken dir für Schutz, für Gesundheit, für Leib und Leben, für Hab und Gut. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, guter Vater, unser Vater. Wir rühmen dich. Wir heben unsere Hände. Wir heben unsere Stimmen und sagen Preis und Anbetung. Du bist Gott. Du bist Herr. Du bist unser Heiland. Und dich loben und lieben wir. Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist, sing es laut, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus ist der Herr. Und noch einmal, du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie
wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus ist der Herr. Und wer das Lied noch nicht gekannt hat, für die singen wir es noch einmal. Dürfen wir? Du bist Herr. Laut. Du bist Herr. Du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus ist der Herr. Halleluja, und alles Volk sagt Amen. Bitte nehmt Platz. Wenn es heute ein bisschen länger geworden ist, bitte denkt an die, wo ich nächsten Sonntag bin. Die werden den Genuss haben einer längeren Versammlung. Und bei euch wird alles normal wieder sein, oder? Nein, ich freue mich. Ich beglückwünsche alle, die diese Entscheidung getroffen haben. Und bitte alle, die in die Häuser geht, bitte einmal ein ganz wichtiges Buch. Heidi hat erzählt, dass sie gelebt hat, wo der Islam zu Hause ist. Ein Buch von einem Autor, den ich persönlich kenne. Der Professor an der Kairo-Universität war für Islam, Jesus und Mohammed. Das beste Buch zu diesem Thema, dass man weiß, wer Jesus war und wer Mohammed war. Dann ein Buch, das ihr weitergeben könnt an alle, die wie Heidi sagen, wir sind doch alles Christen. Christ sein, ja bitte, aber evangelisch, nein, katholisch, nein, was weiß ich, freikirchlich, biblisch. Und dieses Buch gibt es auch Porusco, also Butte Christianin. Da haben wir einen kleinen Büchertisch. Bitte schaut euch das an. Und dann tut mir persönlich ein Gefallen. Dieses Buch Nehemia ist mein letztes Buch, was ich geschrieben habe. Nehemia, der biblische Nehemia, war ja Kellner an einer tollen Position, hat alles verlassen und kam hier nach Bad Neuenahr, um aufzubauen. Ein Kellner räumt auf, kommt nicht nur zum Essen, sondern hilft den Gastgebern auch, das Geschirr wegzuwaschen. Und manche Gemeinde braucht auch, okay, und dann für die, die AVC noch nicht kennen, unsere Zeitschrift, die habt ihr vielleicht einige, sonst nehmt euch welche mit über unsere Mission. Und danke für eure Geduld, ihr lebt ja alle noch.